Hey, hey, Dennis Gore hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show 415 heute am 1. August. Wir sprechen über Kim Kardashian und Bitcoin, dann ein Lob für die deutsche Kryptoregulierung und über die Steuervorteile für Kryptos in Südkorea. Und zuerst an dieser Stelle ein riesen Dankeschön an die Sponsoren von Blockchain-Hero.com, eines der führenden Krypto-News-Plattformen im deutschsprachigen Raum. Ihr bekommt dort News, Tutorials und Trading-Analysen. Checkt daher unbedingt die Seite Blockchain-Hero.com ab. Aber wir beginnen mit dem Preis wieder. Der Preis aktuell, ja, das war ein kleines Massaker gestern, wenn man das mal so sagen kann. Wir sind vorhin ja über 8.100 Dollar auf 7.470 gefallen, stehen aktuell auf 7.552. Also ein richtig, richtig fetter Drop. Du siehst ja schon im Hintergrund, ja, der Bitcoin leuchtet rot und ja, der gesamte Markt ist richtig gut im Minus. Da kommen wir gleich aber noch zu. Zuerst sprechen wir mal über Kim Kardashian, ja. Man kann sie mögen oder nicht, mir persönlich ist sie eigentlich ziemlich egal, aber sie ist ein Reality-TV-Star, einer der einflussreichsten Instagram-Personen weltweit mit, haltet euch fest, 114 Millionen Followern. Und die war am 29. Juli in L.A. auf einem Charity-Poker-Turnier, hat da mit ein paar Leuten Poker gespielt, um halt ja, Spenden einzusammeln für eine Forschungs- und Behandlungseinrichtung für Krebspatienten. Ja. Und was hat sie gemacht auf ihrem Facebook, auf ihrem Instagram-Profil? Sie hat gezeigt, wie sie ja, einen Bitcoin, einen physischen Bitcoin-Chip nimmt und hat darunter geschrieben, we moved on to Bitcoin. Ja. Also eine ziemlich interessante Sache. Und natürlich, wir alle kennen das, diese Bitcoin-Chips, ja, man den Bitcoin irgendwie so ein bisschen physisch darzustellen, ja, gibt es immer wieder Möglichkeiten, es gibt ja Bitcoin-Banknoten und so weiter und sie hat halt so ein, ja, so eine Münze bekommen, ich blende das Ganze auch jetzt mal ein hier, wie das aussieht und das Ganze hat sie bekommen von dem Unternehmer, wie heißt er, Matt Rosack, der hat ihr vor dem Turnier diesen Bitcoin ausgehändigt, um halt, ja, sie in die Bitcoin-Welt reinzuholen und, sie hat ihn dann letztendlich eingesetzt. Ob der wirklich ein voller Bitcoin drauf ist als Wert, das weiß ich nicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Kim Kardashian, ja, ist einer der einflussreichsten Influencer in der Welt, wurde mit dem Influencer-Preis bei den Fashion Awards ausgezeichnet und so weiter und so fort, hat ein Vermögen von geschätzten 350 Millionen, ist mit dem Musiker Kanye West verheiratet, der auch, ja, sehr bekannt ist mittlerweile. Und ja, es scheint so, immer mehr Stars gehen auch in die Krypto-Szene rein. Mal gucken, ob es da jetzt noch was zu hören gibt von Kardashians und Bitcoin. Auf jeden Fall kannst du dir vorstellen, ja, wenn 114 Millionen Menschen etwas sehen. Es ist nun mal so, ja, wenn sie irgendetwas promoted als Influencerin, irgendeine Marke, irgendetwas, ja, dann merkt man, ja, einen Anstieg an Aufmerksamkeit und Verkäufen. Also sie hat wirklich Einfluss. Mal gucken, vielleicht wird sie das auch für die Krypto-Szene nutzen. Auf jeden Fall ein cooler Move. Ja, dann gucken wir mal nach Deutschland. Die Mitbegründerin des in Berlin ansässigen Blockchain-Startups Neufund, Zoe Adamowicz. Ja, sie hat sich vorgestern auf einem Interview über die Zukunftspläne von Neufund in Deutschland und als Standort geäußert, was hier so abgeht. Und auf die Frage, warum sie sich Deutschland als Standort ausgesucht haben und nicht irgendwie so ein Standort wie die Schweiz, Liechtenstein oder Malta, hat sie gesagt, ja, Deutschland hat immer das gleiche Problem. Sie haben das beste Produkt, aber das beschissenste Marketing. Aus welchen Gründen auch immer, die deutsche Regierung kann einfach nicht verkaufen, was hier vor sich geht. Das waren ihre Aussagen. Und sie sagt, Deutschland bietet für Blockchain- und Kryptounternehmen und Startups die gleichen Bedingungen wie die Schweiz. Es werde einfach nicht darüber geredet. Ja, in Schweiz macht man Werbung für das Valley, Crypto Valley. In Deutschland würde das keinem in den Sinn kommen, irgendwie so Zeitungsanzeigen oder Werbung dafür zu machen, sagt sie. Und die Regierung ist mit anderen Problemen beschäftigt und ausgelastet. Sie schreiben hier natürlich mit dem Dauerthema Einwanderung. Ja, kleine Länder wie Malta haben es da einfacher. Ja, oder auch die Schweiz als bekanntes Steuerparadies ist interessant als Firmenstandort. Ja, die deutsche Regierung ruft sie zu einem klaren Bekenntnis auf. Ja, finde ich auch gut. Ja, und sie sagt, wir warten immer noch auf einen dieser Politiker, der einfach aufsteht und sagt, Blockchain willkommen, genau wie Merkel aufstand und sagte,
Flüchtlinge willkommen, ja. Ja, das, ich glaube, das wäre ein besserer Move, ja, Blockchain willkommen zu heißen und Unternehmen aus dieser Branche anzuziehen, die in den nächsten Jahren viel verändern wird. Aber nichtsdestotrotz, sie sind in Deutschland und Neufund, ja, will letztendlich ja Equity-Token-Offerings anbieten, also Sicherheitsfinanzprodukte auf Krypto-Token abbilden. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr interessanter Markt. Ja, dann gucken wir mal nach Südkorea, was da abgeht. Ja, im Moment ist es so, dass Südkorea einige Steuervorteile hat, was Bitcoin und Kryptos angeht, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Und ja, sie wollen jetzt diese Steuervorteile letztendlich aufheben. Ja, das heißt, ab nächstes Jahr, ab 2019, soll das dann soweit sein. Sie haben natürlich mit diesem Move viele Unternehmen angezogen. Ich glaube, Kryptogewinne sind für die privaten Trader in Südkorea sogar komplett steuerfrei. Ja, und für kleine Unternehmen, die haben ja so diese Ausnahmeregelung, die zahlen keine Einkommens- und Corporate-Steuer, ja, teilweise 50% oder 50% Reduktion oder teilweise sogar 100%, also keine Steuer. Und ja, das wollen sie ändern, weil die natürlich Milliarden umsetzen, diese Unternehmen. Und ja, der Plan ist jetzt einfach 22% Steuern zu erheben und ja, einfach ein bisschen mit zu verdienen. Ich kann es nicht verdenken, wobei ich von Steuern auch nicht viel halte, aber naja, ob das dann wirklich so ein guter Move ist oder ob dann viele Unternehmen aus Korea rausgehen, puh, das ist eine gute Frage, kann man sehr schwer beurteilen. Fakt ist, Korea ist eines der führenden Länder, was Krypto und Blockchain, vor allem auch den Handel angeht, aufgrund auch der Steuervorteile und auch aufgrund der Gesellschaft, die sehr affin sind, was Technik angeht und Neues gegenüber offen sind. Ja, wird sich zeigen, ja, ob das wirklich durchgesetzt wird oder nicht, ich bin gespannt. Dann gucken wir mal zum Schluss nochmal auf den Markt und es sieht nicht gut aus, Leute. Ja? In den letzten 3 Tagen wurden 30 Milliarden Dollar vaporisiert, die sind aus dem Markt raus und es sieht echt gut rot aus überall. Heute 7% für ein Bitcoin minus, Ethereum 6% minus, Bitcoin Cash 5,5% minus. Übrigens, herzlichen Glückwunsch an Bitcoin Cash. 1 Jahr Bitcoin Cash am Markt, ja, und ja, was sehen wir sonst noch hier, ja, viel Minus, VeChain hat 15% miese gemacht, aber es gibt auch, ja, 3 Werte, die im Plus sind, haha, unter den Top 100 nicht besonders viel, OD mit 3% Kurs Plus, MOAC und Binance Coin sind leicht im Plus, alles andere sind Minus und das ist kein gutes Zeichen. Ja, mal gucken, wie es jetzt die Tage weitergeht, ob sich der Markt wieder erholt oder ob es doch nochmal weiter runtergeht. Das heutige Video wurde gesponsert von blockchainhero.com, die seit neuestem das Crypto Wealth Center ins Leben gerufen haben. Ja, dort gibt es eine Kryptoschule, bei der du dich zum Experten ausbilden lassen kannst, täglich neue Airdrops und das Herzstück sind umfangreiche ICO-Analysen. Dazu wurde eine Fallstudie mit deren Kunden gemacht, die mit diesen Strategien das 21-fache an Profit erreichen konnten. Der Link zur Fallstudie, den findest du in der Beschreibung vom heutigen Video, ja, oder unter cryptowealthcenter.net/case-study. Ja, dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören. Hat mich gefreut, dass ihr dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Thumbs up da. Damit bin ich raus. Sag wie immer, mach es gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!